Hallöchen, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Bei vielen steht ja dieses Jahr dieser allgemeine Wechsel an, also der Wechsel von zu Hause in die Kita oder zur Tagesmutter, zur Tagesvater. Und wir wollen das wieder mal nutzen, euch ein paar kleine Tipps zu geben. Nicht nur alleine jetzt für die Laufanfänger, die da wechseln, sondern vielleicht auch mit den einen oder anderen für die Schule. Genau. So, letztens hatte ja schon Frau Kleberg so wundervolle Dinge mit vorgestellt, wie zum Beispiel eben halt die Sportschuhe, die man mit nutzen kann und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt auf die Laufanfänger zum Beispiel noch mit eingehen, was ja viele auch immer mit brauchen oder wo danach gefragt wird. Sind zum Beispiel also für den häuslichen Gebrauch oder für die Räume dann bei der Tagesmutter oder in der Kindereinrichtung zum Beispiel sehr gerne werden auch genommen diese Lederpuschen. Jetzt in der sommerlichen Ausführung sogar mit Lüftungslöcher. Zum Beispiel ist sie nicht reizend, unsere Maus. Wer es etwas rutschfester mag, kennt wahrscheinlich auch schon die Barfußhausschuhe von Nanga. Die sind nämlich zum Beispiel bei 30 Grad waschbar, ideal bei kleinen Stinkifüßen. Und wer das Ganze auch noch ein bisschen farblicher mag, gibt es auch hier nochmal verschiedene Variationen. Alles vollkommen okay und für unsere Freunde des Barfußlaufens, sie werden es lieben, weil es sind absolut rutschfeste Teile für den kleinen Fuß, damit mein Kind auf glatten Fußböden nicht wegrutscht. So, dann auch immer wieder gerne nachgefragt. Und es gibt auch viele Kindereinrichtungen, die mögen diesen Kladderadatsch von Lederpusche und Barfußschuh gar nicht. Die bleiben lieber bei diesen klassischen Modellen, Kinderhausschuhe mit der festeren Sohle. Heißt jetzt nicht, dass unsere Kinder mit einem Brett am Fuß laufen, sondern wir haben es trotzdem mit flexiblen Sohlen zu tun, auch mit Sohlen, die mit dem Fuß mitgehen. Sie sind halt nur minimal etwas stabiler als die ausgesprochenen Barfußschuhe. Vorteil ist hier vorne immer wieder diese leichte Stutzkappe, das heißt, wenn ich also krabble, wenn ich irgendwo gegenstoße, es ist nicht gleich die ganze Zehe ramponiert. Gibt es natürlich für Jungs wie für Mädchen und ach, ist es nicht niedlich, mal so ein kleines Ding mit Schleife für die kleine Lady? Ist doch toll. So, zum anderen hätten wir natürlich dann auch hier für unsere Laufanfänger unsere allseits beliebten Babygummistiefel. Gibt es natürlich auch in einem jungshaften Design. Nein, es müssen jetzt nicht die Jungs mit Erdbeerschüchen rumlaufen. So ist es nicht. Ja? So, but last and not least natürlich auch unsere sehr beliebten Stoppersocken. Auch hier wieder in verschiedenen Designs. Das heißt, sie sind rutschfest. Wenn sie natürlich auch mit gut am Fuß anliegen, dann habe ich einen schönen Grip auf meiner Lauffläche. Nachteil ist mitunter bei sehr schlanken Füßen, dass sie sich mitunter vom Fuß ziehen, rutschen. In dem Fall empfehlen natürlich wir immer gerne entweder dann die Lederpuschen, wenn es gewünscht ist, oder dann eben halt unsere Barfußschuhe von Nanga. Die Barfußschuhe von Nanga gibt es übrigens bis in große Größen. Wir haben sie zurzeit bis zur Größe 38, 39 und in Gole sogar bis zur 40 vorrätig. Dann natürlich einfarbig. Aber auch Nanga hat sich da schon teilweise was einfallen lassen. So gibt es zum Beispiel das Modell Monster bis Größe 38. Also selbst die kleinen Schulanfänger mit einem großen Fuß müssen jetzt nicht auf den einfarbigen Schuh zurückgreifen. So ist es also nicht. So, but last and not least, und dann habe ich mir gedacht, wie gesagt, Fahrradfahren, Wetterwechsel, das passiert uns alle Zeit sehr oft. Das heißt, viele Kinder sind schon mit dem Fahrrad unterwegs. Und guckt mal, wie wäre es denn, wenn man jetzt zum Beispiel statt einer schön dekorierten Plastikschleife mal eine Schleife aus einer Mütze macht, einer kleinen Jerseymütze, die ich dann ansonsten in den Helm reintrage. Der weiblichen Fantasie, der Mütter und Oma sei jetzt mal hier keine Grenzen gesetzt. Natürlich lässt sich das alles besser knietschen und falten, wenn man das Etikett, das Preisschild nicht mit dabei hat. Aber ihr seht, also hier gibt es verschiedene Designs, die sind schön, die bedecken den Kopf, sorgen für eine gewisse Feuchtigkeitsaufnahme und sitzen eben halt schön, weil sie absolut dünn sind. Zum Beispiel von Maximo, ich erwähne es nur mal auch wieder mit den 50%, 50, was ist denn das, 50? Na, UV-Schutz, ja, UV-Schutz. Und hier auch nochmal was für die Mädels, das Einhorn lässt grüßen. Für die Schule, für den Alltag, ihr werdet es merken, die Schuhe werden einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sein als im Kindergarten. Da war das andere Pillepalle dagegen. Also, wer stabile Schuhe sucht, fragt bitte danach explizit nach. Wir haben wunderbare, tolle Modelle, wo auch das Bremsen
mit dem Fahrrad, Laufrad, Pucki, was es sonst noch alles gibt, überhaupt kein Problem ist, die auch wirklich einiges mitmachen beim Toben und beim Klettern. Das gibt es alles. Würde mich freuen, wenn wir euch wieder mal so eine oder andere Anregung gezeigt hätten. Bleibt schön neugierig, bis zum nächsten Mal. Entweder in Gohlis oder in Stotteritz. Wir freuen uns auf euch.